und Shift drücken wird schwierig werden. Ich verstehe es nicht. Oder können die Kupferkabel das nicht durchleiten? Aber das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Das sind damit die niedrigsten. Okay, Leute, ich mach mich mal schlau. Gucken wir mal, wie das genau funktioniert, damit ich hier nicht weiter failen muss die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, nochmal vielmals, ich bitte nochmal vielmals um Entschuldigung für die leichte Asynchronität in den letzten Folgen und für diesen Aufnahmefail hier jetzt. Aber ihr habt ja nicht allzu viel verpasst. Und es geht jetzt auch mit der Technik hoffentlich schnell voran. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück. So, ich habe mal kurz nachgeschaut. Also, eigentlich funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe. Ich denke aber, ich muss mehr Wasser drumherum setzen, damit die ein bisschen mehr Energie liefern können. Also tun wir das doch mal. Davon kann man nie genug haben. Noch ein bisschen Sticky Reason hier mitgenommen. Na, nicht die Fackel. Das Ding hier. Tretab. Hast du hier überhaupt irgendwas? Komisch. Komischer Baum. Okay. Also 0,1 EU per Tick liefern die wohl. Was natürlich echt wenig ist. Also ich habe gelesen, dass ich 10 Stück, die halt gut effizient laufen, 10 Stück muss ich betreiben, um zum Beispiel den Macerator, den wir uns ja hier schon gebaut haben, durchgängig betreiben zu können. Also brauche ich auf jeden Fall nochmal ein paar Generator. Dafür brauche ich, warte mal, Moment. Wie viel habe ich jetzt? 6, glaube ich, ne? Ne, 4, 8, 12. Eigentlich sind das ja schon genug. Ich baue trotzdem nochmal welche. Und zwar, ach, das reicht mir, glaube ich, schon. Moment, das reicht mir schon. Zwei Machine Frames. Passt doch genau hier. Perfekt. So. Bam. 4 weitere. Gut.
Also ich kann die auch stacken sozusagen, so wie ich das hier verstanden habe. Sprich, oh Mann, ey, das passiert mir so oft, dass ich die Sachen da in den Project Tables vergesse, weil ich denke, ich habe sie ins Inventar gezogen, dabei habe ich sie nur hier runtergezogen. Glas habe ich. Marble nehmen wir mit. Ich werde jetzt erstmal hier für durchgängige, unendliche Wasserquellen hier unten sorgen. Dann gucken wir mal weiter. Mann, geht da noch durch? Okay. Kommt aber immer noch nichts an. Aber wie gesagt, das kann auch noch daran liegen, dass die einfach viel zu wenig Energie liefern, die paar. Also jetzt die vier unteren. Und durch das zu lange Kupferkabel, das uns wieder an Energie verloren geht. Drei Stück, na Wahnsinn. Na Wahnsinn. So. Stickigis, warte mal. Mittagessen. Ein bisschen Sticky Reason mitgenommen. Hallo? Oh, das war's auch schon mit dem Tree Tap. Thank you.
schlau. Hilfe! Ach komm schon. Wieso fließt das da weiterhin? Habe ich da noch, da habe ich doch schon was hingesetzt. Muss ich jetzt nicht verstehen?